Hallo und herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich euch ein total geiles Stück Fleisch mitgebracht. Das ist Fersenfleisch Dry Age von Gold Beef. Ihr seht, wie geil es marmoriert ist. Gibt es übrigens in der Kroma in Schweinfurt auch. Ihr seht hier, ich habe den Deckel weggemacht. Es soll heute mal für eure Mädels was geben. Ein dünnes Steak, das auch ruckzuck fertig ist, das wir nicht nachziehen müssen. Und das zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Scharfes Messer brauchen wir natürlich. Ich hätte einen Steakpfeffer hier, von mir natürlich. Und einfach nur Salz, viel mehr braucht man gar nicht. Wer jetzt sagt, ja, ich möchte gerne einen Fettdeckel dran haben, der kann es natürlich machen. Aber wir wollen ein richtig schönes Mädelsstück machen. Und dazu empfehle ich euch, eben das Fett mit den Sehnen wegzumachen. Dann sagen sie, oh, schmeckt ja wirklich gut, euer Rindfleisch, Jungs. Okay, so machen wir das. Das Stück tun wir mal weg. Also das ist total geil marmoriert. Wahnsinn, muss ich sagen. So, daraus würde ich jetzt, normalerweise mache ich daraus zwei Steaks. Aber heute machen wir daraus mal drei Steaks. Ist das okay für euch? Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Wahnsinn. Das Ganze würde ich jetzt ganz leicht, wirklich nur ein Tropfen, ein bisschen Olivenöl, ganz wenig. Und dann da oben drauf und deswegen verreiben. Das reicht schon. Wirklich nur benetzen, dass wir wirklich ein richtig schönes Stück Fleisch zusammenbringen für unsere Mädels. Wir haben ein bisschen mehr wie 250 Grad. Ich stehe auf Minimum überall. Er hat halt einfach Leistung. Ja, das ist jetzt wieder Werbung, aber ist halt einfach so. Guck, schaut her. 270 Grad, alles minimal. Ja. Ja. So, kann ich das machen. Das lege ich mir jetzt schön auf, so für 1,5 Minuten. Und schauen, dass wir es komplett fertig grillen. Praktisch 1,5, 1,5, 1,5. Dann ist es schön medium für die Mädels. Und das lieben die ja. Natürlich habt ihr auch Mädels, die es medium rare essen, aber da haben wir die breite Masse, mag schön medium. Ja? Schöne Form haben sie. Lege ich mir schön auf. Boah, schauen die geil aus. Boah, der Geruch. Boah, das riechst du sofort. Boah, das ist ein Hammerfleisch. Das riecht richtig klasse. Boah, ich glaube, ich brauche gar Gewürz. Gar kein Gewürz. Ja, ein bisschen später Steckpfeffer muss schon drauf. Und ein bisschen Salz. Sehen wir gleich. Das machen wir jetzt mal zu, dass es wirklich auch in der kurzen Zeit fertig wird. Das können wir jetzt noch ein bisschen höher drehen. In der Mitte, aber wir haben ja über 250 Grad anliegen. Das lassen wir jetzt wirklich 1,5 Minuten liegen und dann drehen wir. Ja? 1 Minute und 48 Sekunden sind um. Schauen wir mal nach. Oh, ein Branding. Wie gemalt, schaut euch das an. Da werden eure Mädels staunen, wenn ihr so ein Stückchen Füße habt. Na, essen sie nämlich auch mal Rind, nicht nur Hähnlich und so und Fisch, Salat. So ein richtig schönes Stück Rind. Keine Flexen drin, nix. So muss es sein. Da überzeugt ihr sie mit. Und dann könnt ihr euch einen größeren Grill kaufen. So, jetzt schauen wir mal nach, was unsere schönen Stückchen machen. Jetzt drehen wir die natürlich auf 14 Uhr und schauen, dass unser Branding direkt in Fahrtrichtung liegt zum Rost. Herrlich. Oh. Ah, schaut das gut aus. So, jetzt drehen wir das letzte Mal. Jetzt schauen wir mal nach. Ah, ein Branding. Macht sogar der Hund. Der Geruch kommt natürlich hier an. Ne? Seht ihr noch? Herrlich. Schaut schon mal, oh, der Druck passt schon. Ich denke, dass wir so 48,75 Grad haben. Späßle. So, jetzt schauen wir mal. Die schauen ja hammermäßig aus. Die holen wir jetzt mal runter.
Die müssen wir jetzt wirklich kurz noch nachruhen lassen. Ja? Und darum würzen wir die jetzt auch schön. Schön mit grobem Salz. Mit dem Stegpfeffer. Drehen wir jetzt von der anderen Seite genauso. Das Salz. Ein bisschen von dem Stegpfeffer. Und jetzt wäre es echt gut, wenn wir wirklich einmal da 2-3 Minuten warten, bevor wir anschneiden. Ja? So lange warte ich jetzt. Müsst ihr euch noch ein wenig gedulden, weil wir sind gleich wieder da. 3 Minuten kann ich nicht warten, aber 2,5 waren es jetzt. Und schauen wir mal, schaut euch das an. Schneiden wir das mal schön an, hier, dass ihr das auch seht. Schön medium. So soll es sein. Schaut euch das an, wie saftig das ist. Jetzt probiere ich das gleich mal, das Stück mit den Händen natürlich. Ach Gott, Jungs, ihr könnt den größten Grill kaufen, den ihr wollt, wenn ihr eure Mädels einmal so ein Steak macht. Hammermäßiger Geschmack. Hammermäßiger Geschmack. Super zart. Perfekt, denke ich, von der Medium, ja, medium rare. Man sieht es nicht, wenn es so lange abgehängt ist. Also ihr seht, hammermäßiges Branding. Und dann müsst ihr sagen, Mädels, das könnte ich immer machen, wenn ich noch einen größeren Grill habe. Ich drücke euch die Daumen. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler.